Tawaf gewesen. It's easy. Jetzt sind wir bei T, Tawaf. So, und ich habe das ja unterteilt in, damit das ganz einfach ist, musst du machen. Ist schön, wenn du es machst, Sunna, und darfst du nicht machen. Musst du machen. Du musst auf jeden Fall, wie gesagt, musst du machen beinhaltet bei mir Verpflichtungen, Arkan und Shurut. Ja, braucht ihr euch jetzt nicht aufzuhören, ich will das nur nochmal betonen. Ja, weil zum Beispiel in normalen Fiqh-Büchern, da würdest du jetzt lesen, Shurut und Shurut bedeutet, dass es außerhalb und vor dieser Tat und innerhalb dieser Tat und Wajibat bedeutet, das kannst du ausgleichen, ja, zum Beispiel mit einer Schuld, mit einer Büße. Und Arkan wäre, wenn du sie nicht hast, ist es ungültig. Ja? Aber wir sagen nur, musst du machen. Was musst du beim Tawaf auf jeden Fall beachten? Erstens, du musst Tahara haben. At-Tawafu Salatun illa anna Allah abaha fil kalam. Das Tawaf ist ein Gebet, außer dass Allah das Reden darin erlaubt hat. Wenn du Wudu verlierst, musst du nochmal neu anfangen, so wie du beim Gebet neu anfangen musst. Okay? So, dann. Und ich sage euch das nochmal, es gibt immer hier und da andere Meinungen, lasst euch dadurch nicht nervös machen. Das, was ich euch sage, dann ist die Umrah nach allen Madhahib gültig. Okay? Weil diese Punkte alles umfasst und immer, und ich bin von meinem Fiqh-Verständnis immer auf der sicheren Seite. Ja? Ich bin mehr so einer, der Ihtiyat auf die sichere Seite geht. Und es gibt manche Leute, die mehr die Ruchas nehmen, die Erleichterungen. Ich bin da so ein bisschen anders. Deswegen macht euch keine Gedanken. Dann, du musst die Aura bedecken. Sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Gebet. Beim Gebet musst du die Aura bedecken. Beim Tawaf musst du auch die Aura bedecken. Hier etwas zu erwähnen. Es ist Sunnah, wo wir gleich dazu kommen, für die Männer, nach dem Tawaf, während dem Tawaf, Tawaful Qudum, das heißt der Tawaful Umrah, die rechte Schulter frei zu machen. Das heißt, man nimmt sich dieses Obergewand und wirft das so rüber. Ihr werdet das so sehen, dass die rechte Schulter frei ist. Okay? Das, sobald man fertig ist mit dem Tawaf oder sollte während dem Tawaf Gebet kommen, macht man die Schulter zu. Die Schulter muss im Gebet bedeckt sein. Und es ist nicht Sunna, die ganze Zeit mit offener Schulter rumzurennen. Okay? Das heißt, ihr geht mit verdeckter Schulter dorthin. Wenn ihr mit dem Tawaf anfangt, macht ihr die Schulter frei. Und sobald ihr fertig seid mit dem Tawaf oder das Tawaf unterbrochen wird durch ein Pflichtgebet, macht ihr die Schulter zu. Okay? Ihr werdet das, ich sage euch das jetzt, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Auf jeden Fall. Aura bedecken. Das heißt, nochmal kurz vorher gucken, wie das Kopftuch sitzt, weil es kann gut sein, dass da viel Gedrängel ist. Gucken, wie Rida sitzt. Ja? Isar sitzt. Ja, nicht, dass das irgendwie offen ist und man den Oberschenkel sieht und so weiter. Nochmal, was ich sagen wollte, weil die Frage kam eben, ob man Unterhose als Mann haben darf. Natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, man darf keine Hose tragen. Als Mann, man hat keine Unterhose an, sondern hat nur Isar und Rida. Und natürlich, man kann einen Gürtel darauf anziehen, etc. Aber man hat sonst keine Kleidungsstücke an. Okay? Und deswegen ist es auch wichtig, das richtig anzuziehen. Ja, diese ganze Dings. Dieses ganze, diese Ihram-Kleidung. Ja, so. Auf jeden Fall. Dann 7 vollständige Runden. Was heißt 7 vollständige Runden? Man fängt vom schwarzen Stein an und hört am schwarzen Stein auf. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Also, ihr müsst euch vorstellen, da ist jetzt der schwarze Stein. Direkt parallel zu mir wäre jetzt dort der schwarze Stein. Es ist Sunna, Istiqbal zu machen. Istiqbal ist auch eine Begrüßung. Bei einer Begrüßung begrüße ich, indem ich mich vor jemand stelle. Das nennen die auch Istiqbal. Das heißt, wenn man anfängt damit und jedes Mal, wenn man wiederkommt, dass man sich umdreht. Dann macht man von Weitem, das ist Sunna. Bismillah Allahu Akbar, in der ersten Runde. Oder Allahu Akbar, aber das Beste ist, Bismillah, Inshallah, Bismillah Allahu Akbar, in der ersten und bei den anderen nur noch Allahu Akbar. Das heißt,
Ich sage Bismillah, Allahu Akbar. Was mache ich jetzt? Es ist sehr, sehr wichtig. Hier fange ich mit der Runde an. Runde 1, ich komme hier wieder an. Ich sage jetzt, ich Bismillah, Allahu Akbar, ich sage Allahu Akbar. Runde 2, Allahu Akbar. Runde 3, Allahu Akbar. Runde 4, Allahu Akbar. Bei der siebten Runde, wenn ich mit der siebten Runde fertig bin, gehe ich einfach durch. Das Allahu Akbar ist für den Anfang der Runde, nicht für das Ende der Runde. Okay? Wenn ich bin jetzt in der siebten Runde, ja? Ich gehe um die Kaaba. So, jetzt komme ich an den schwarzen Stein wieder an. Jetzt sage ich nicht nochmal Allahu Akbar, sondern ich gehe einfach durch. Okay? 7 vollständige Runde. Ich fange nicht vor dem Hajj al-Aswad an und nicht hinter dem Hajj al-Aswad an. Das ist wichtig. Jetzt wird jemand sagen, ja, was ist 1 Millimeter, 1 Zentimeter? Man ist ja etwas weiter entfernt. Der Prophet, das war zur Zeit der Sahaba auch so. Der Prophet hat nicht gesagt, bei einem, das heißt, aber du musst schon dort, nicht, dass du da 50 Meter vor, also klar und deutlich daneben liegst, ja, sondern du musst das auf die beste Art und Weise versuchen zu machen. Du hast auch grüne Lichter, woran du das sehr, sehr genau siehst, ja. Das heißt, dass du nicht von hier anfängst, weil du hast dann keine Runde. Weil du hast hinter dem Hajj al-Aswad angefangen, die Runde ist nicht komplett. Ja? Und davor weit davor anzufangen, das ist gegen die Sunna. Du kannst ja einfach 10 Meter davor anfangen. Sondern so, und ihr werdet das schon sehen, so schwierig ist das nicht. Okay? Ihr werdet ja auch sehen, wir machen das auch zusammen. Bitte die Fragen danach, weil sonst dauert es zu lange. Okay. 7 komplette Runden. Dann wichtig, 7 komplette Runden, die Schulter zeigt zur Kaaba. Ganz wichtig. Das sind Fehler, die viele Leute machen. Ey, komm, komm. Komm, wo bleibst du? Komm. Der macht gerade Tawaf mit der rechten Schulter zur Kaaba. Das ist ein Fehler. Wenn der das gemacht hat, der muss zurückgehen zu dieser Stelle und wieder von dort anfangen. Leute drehen sich um. Oder die sind am schwarzen Stein. Bismillah Allahu Akbar. Was mache ich jetzt am schwarzen Stein? Allahu Akbar. Und dann drehe ich mich um. Ich mache nicht so hier. Ja, ihr lacht, aber so sind da einige Leute, sind dort. Die stehen dort, da ist der Schwarzschwein. Bismillah Akbar. Wie beim Karneval zu in Köln. So. Und der geht die ganze Zeit, Es ist wirklich so, der geht die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was er macht. Der scheint beim Karnevalszug zu sein. Ja? Hier. Strüße, Brütsche, Kamelle. Ja? So steht der dort und ist da am Gehen. Und der geht gerade, der macht gerade Tawaf mit der Brust zur Kaaba. Die linke Schulter muss zur Kaaba zeigen. Ja, die linke Schulter muss zur Kaaba zeigen. Das heißt, wenn ich mich da jemand rumdrehe, ich drehe mich um und gehe wieder weiter. Ja, und ich, wo bist du, Bruder? Komm, komm, komm. Komm. Der ist gerade die 2-3 Meter gegangen. 2-3 Meter gegangen, der steht gar nicht mit der Schulter zur Kaaba. Das heißt, die linke Schulter zeigt zur Kaaba. Das heißt, ich bin am schwarzen Stein. Ich kann also hier mit dem Oberkörper dann vorbeigehen und dann drehe ich mich sofort. Ja? Was man auch machen kann, ist aber nicht, weil nicht von der Sunna ist, dass man einfach so nach vorne geht. Allahu Akbar. Kann man. Das ist großes Gedränge. Ich mache es euch so. Allahu Akbar. Was ist, wenn ich nicht zeige? Ist Sunna. Zeigen ist Sunna. Theoretisch kann ich da stehen, Allahu Akbar, und gehe siebenmal rund um die Dings. Um die Kaaba. Theoretisch. Weil, warum sage ich das? Weil kann sein, man ist auf einmal in der Dua, man hat es vergessen. Oh, ich habe vergessen, Allahu Akbar zu sagen in der zweiten Runde. Und man versucht sich dann da durchzufischen, dann kommt die ganze Menge gegen einen. Nein, geh einfach weiter, du hast vergessen. Ist kein Problem. Allahumma la tu'akhidhna. In Nasina Ochtana. Oh Allah, gib uns keine Strafe, wenn wir vergessen haben oder einen Fehler gemacht haben. Und hier, selbst wenn du es absichtlich machen würdest, ist deine Umrah gültig. Okay?
So, das ist also wichtig. Vollständig mit der linken Seite zur Kaaba. 7 vollständige Runden. Dann Sunan, haben wir schon darüber geredet. Durch Tor Benny Sheba zu gehen, beziehungsweise Babu Salam. Wie gesagt, Sheikh Uthaymeen beispielsweise sagt dazu, dass das eine zweifelhafte Sache ist. Warum? Weil erstens das nicht mehr 100% zu ergründen ist, wo das ist. Die Moschee ist heute viel größer. Wo ist das Tor Benny Sheba? So in der Form gab es das ja gar nicht. Das heißt, es sind Spuren davon. Und er sagt, der Prophet, ist das eine Sunna, die beabsichtigt war? Oder ist das, ist das einfach etwas, was passiert ist? Weil er aus einer bestimmten Richtung kam. Und es gibt, das sind jetzt nicht seine Worte, sondern meine Worte, es gibt starke Argumente dafür, und es gibt Gelehrte, die das sagen, dass das keine Sunna ist, die beabsichtigt war. Denn der Prophet hat nicht gesagt, wenn ihr zur Kaaba geht, dann geht durch das Tor Banu Sheba. Oder wer durch das Tor Banu Sheba geht, oder durch das Tor Babu Salam, weil das ist direkt daneben, es ist schwer zu wissen, wo das jetzt, welches das jetzt ist. Ja? Deswegen hörst du dies in manchen Büchern Bab Ben Sheba, in manchen Büchern Babu Salam. Ja? So, das heißt, die Sache ist, vielleicht ist der Prophet einfach da lang gegangen. Sunna, ich sage ganz klar, wenn ich eine Gruppe führe, ich gehe zum schnellsten Weg zur Kaaba. Ich werde nicht, wenn wir mit einer Gruppe gekommen sind, nochmal groß rumlatschen, dann wird noch ein Weg abgeschleppt und wir haben eine halbe Stunde Zeit verloren und müssen dadurch die Irre. Für eine Sunna, wo ich mir nicht 100% sicher bin, ob, was ich für einen Lohn kriege oder ob ich überhaupt großartig mehr belohnt werde, weil ich sehe das als ich sehe es als wichtiger an, so schnell wie möglich mit der Gruppe an die Kaaba zu kommen und anfangen mit dem Tawaf. Okay? Das wollte ich nur gesagt haben. Ich frage dann meistens die Gruppe nochmal. Aber ich bevorzuge, so schnell wie möglich zur Kaaba zu kommen. Ja? So, dann die andere Sache ist, genau. Dua beim Sehen der Kaaba. Dua beim Sehen der Kaaba. Wenn man die Kaaba das erste Mal sieht, hebt man die Hände. Und man sagt, Allahumma anta salam wa minka salam. Verhayyina Rabbana bis Salam. Und dann gibt es eine Dua. Allahumma sit hadha al-bayta shrifan. Diese Dua ist sehr schwach. Allahumma sit hadha al-bayta tashrifan wa ta'zimen. Weil ein Überlieferter drin ist, der Matrug ist. Matrug ist in der Hadith-Wissenschaft eine der schwächsten Stufen von einem Überlieferer. Das ist eine Stufe unter Maudur, unter einem Kedzab, einem Lügner. Matruk ist besonders schwach. Deswegen, wir bauen nicht auf diese Sache auf. Das, was wir sagen können, ist, wenn wir die sehen, und wir brauchen nicht uns an was festzuhalten, was auswendig zu lernen und Schwierigkeiten zu machen, für etwas, was eine Hadith überliefert wird, der Matruk ist. Das, was authentisch ist, verhei Allahumma antas salam wa minkas salam. Verhayyina Rabbana bis Salam. Was auch überliefert von Sahaba, Tabarakta yadal jalali wal ikram. Allahumma anta salamu wa minka salam, Tabarakta yadal jalali wal ikram. Ich sage euch das auch, damit ihr vorbereitet seid. Und falls ihr verloren geht, dass ihr es alleine machen könnt. Was ist, wenn du die Dua nicht machst? Gar nichts. Du brauchst auch gar keine Dua zu machen, weil das ist eine Sunna. Und dann kannst du Dua machen, was dir lieb ist. Warum? Weil meistens ist es so, wenn man gerade die Kaaba das erste Mal sieht, dass man besonders überwältigt ist. In solchen Momenten Dua zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Dua erhört wird. Das kannst du auf Türkisch machen, auf Pashtu machen, auf Marokkanisch machen, auf Tunesisch machen, auf, was weiß ich, Kölsch. Egal welche Sprache, Allah versteht jede Sprache, ja, auf Kurdisch. Mach deine Dua vom Herzen. Stell dir jetzt schon mal vor, was du in diesem Moment sagst. Ja? Du stehst an der Kaaba. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Das heißt, du machst Dua. Oh Allah, gib mir dieses und jenes. Oh Allah, beschütze meine Kinder. Oh Allah, oh Allah. Und so weiter und so fort. Okay? So, dann. Nächste Sunna. Ittiba. Genau. Ittiba ist das, was ich eben gesagt habe. Für die Männer, dass sie ihre rechte Schulter frei machen beim Tawaf. Wann? Nur beim Tawaf. Welche Runden? Alle Runden. Manche denken nur die ersten drei Runden, wo man
Rammel macht und schnell geht. Nein, alle Runden Ittiba. Und jetzt kommen wir zur nächsten Sunna. Das ist Sunna für die Männer, die ersten drei Runden Rammel zu machen. Rammel heißt, dass man so einen zügigeren Gang geht. Meistens ist es so, dass es sehr eng ist. Das heißt nicht, dass man rennt wie ein Verrückter, drei Runden, sondern zum Beispiel, wenn jetzt eng ist, dann macht man das halt auf der Stelle. Ja, drei Runden. Dieses Sunna kommt woher? Bei Umratul Qadda kamen bei Sulh Hudaybiyah wurde ja den Muslimen verboten, Umrah zu machen. Und da wurde gesagt, die dürfen im nächsten Jahr kommen. Und dann kamen sie und die Quraysh haben gesagt, dass die Muslime krank sind und schwach geworden sind. Und dann hat der Prophet a.s.w. gesagt, dass sie die rechte Schulter frei machen sollen, weil die saßen, ihr müsst euch vorstellen, hier ist der Hajj al-Aswad, die saßen auf der anderen Seite, saßen die Mushrikun, und dann sind die Muslime gelaufen. Also die kommen aus Medina von der Reise und sind dann gelaufen und haben ihre Schulter freigezeigt, um denen zu zeigen, hier, wir haben Power. Und die sind aber zwischen Rukn Yamani, das ist die Ecke vor dem Hajj al-Aswad, vor dem schwarzen Stein. Den schwarzen Stein seht ihr sofort, da sind alle dran und sind sich aber zusammen am Schlagen. Und das ist grün gekennzeichnet mit einem Licht. Ja? Und davor die Ecke ist Rukn Yamani. Von Rukn Yamani bis zum Hajj al-Aswad sind sie gegangen, haben sich ausgeruht, weil die konnten die ja nicht sehen. Die saßen auf der anderen Seite, haben die weitergebracht. Aber bei Hajjatul Wada, bei der Hajj, der Verabschiedungshajj im 10. Jahr, hat der Prophet das die ganzen drei Runden gemacht. Das heißt, diese Strecke auch. Warum? Um uns zu erinnern an diese Sache. An diese Sunna zu erinnern. Stärke zeigen gegenüber diesen Leuten, die den Islam bekämpfen. Nicht so, oh, Entschuldigung, dass ich Muslim bin. Hier, die haben Stärke gezeigt. Hier. Bob, wir sind gerade aus Medina gekommen und wir haben Power. Kapiert? Inshallah, okay. Weiter im Text. Was haben wir hier noch? Genau. Dann, was wichtig ist, während dem Tawaf ist es Sunna, Dua zu machen, Dhikr zu machen oder Koran zu lesen. Du kannst Koran lesen. Dua, Dhikr oder Koran lesen. Während du um die Kaaba gehst, theoretisch kannst du auch um die Kaaba gehen und nichts sagen. Aber das ist natürlich verschwendete Zeit. Weil so ein Tawaf dauert ungefähr eine Stunde, gehe ich von aus, jetzt in dieser Zeit. Und du bist praktisch eine Stunde dabei, Dua, Dhikr zu machen. Und du kannst zum Beispiel dir sagen, guck mal, erste Runde mache ich Dua dafür und dafür. Zweite Runde mache ich Dua für meine Eltern. Dritte Runde mache ich das. Dann kannst du auch die Runden gut merken. Frage, was mache ich, wenn ich nicht weiß, wie viele Runden ich gemacht habe? Habe ich 4 Runden gemacht? Habe ich 5 Runden gemacht? Habe ich 6 Runden jetzt gemacht? Ist das jetzt die 7. oder ist das die 6.? Ich weiß nicht mehr. Was macht man denn? Genau wie beim Gebet. Man baut auf dem auf, was sicher ist. Das heißt, du hast dann am Ende mindestens 7 und vielleicht sogar 8 gemacht. Und Khalas, ist kein Problem. Weil du hast es vergessen, du wusstest es nicht mehr. Aber glaub mir, wenn ihr mit der Gruppe geht und wenn ihr das euch vornimmt, vorher in der ersten Runde mache ich dafür Dua und in der zweiten Runde dafür, dann vergisst du es sowieso nicht. Und dann vergisst du auch nicht, für die wichtigen Sachen Dua zu machen. Das ist ein kleiner Tipp. Ist keine Sunna. Der Prophet hat nicht gesagt, mach das so. Aber das ist auch nicht verboten. So organisiert man sich, damit man nichts vergisst. Okay? So. Dann gibt es eine Sunna. Oder ich erkläre nochmal die Sunna am schwarzen Stein. Die Sunna ist normalerweise, den schwarzen Stein zu küssen. Das ist das Beste. Küssen, Bismillah Allahu Akbar. Und zu Sujud machen. Aber bitte nicht bei der Umrah. Sondern ihr habt nachher noch Tage dort Zeit. Und da könnt ihr es versuchen, weil meistens muss man da kämpfen. Und da kann man sich schnell seine Umrah mit kaputt machen. Es ist eine Sunna. Es ist keine Pflicht. Ja. Und wir werden zeigen von Weitem. Das andere ist, es zu berühren. Bismillah, Allahu Akbar. Und die Stelle, mit der man berührt hat, zu küssen. Das dritte ist, mit einem Gegenstand zu berühren.
die Stelle am Gegenstand zu küssen. Dann gibt es eine andere Sunna am Ruck. Dann, wenn man das nicht kann, zeigt man nur. Aber man zeigt nur ohne zu küssen. Nur zeigen ohne zu küssen. Bismillah, Allahu Akbar. Und kein Funke Mariechen und Karneval. Okay, dann am Rücken Yemeni. Viele sind da so am Machen. Der ist ganz glatt, weil alle da so am Machen sind am Küssen. Der Rücken Yemeni, das ist die Ecke vor dem Hajj al-Aswad, wird nicht geküsst, aber sie wird berührt. Ohne Allahu Akbar. Einfach nur berührt. Okay? Einfach nur berührt. Rukun Yemeni wird einfach. Und wenn man ihn nicht berühren kann, zeigt man nicht. Nächste Sunna. Zwischen Rukun Yemeni und Hajj al-Aswad ist es Sunna zu sagen. Was ist das denn? Der Fahrradfahrer. Wird gerade gefoltert in der Küche oder wie? Auf jeden Fall. Am Rukun Yemeni, zwischen Rukun Yemeni und Hajj al-Aswad, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Es ist keine Sunna. Es ist keine Sunna, was einige Gruppen machen, sondern es ist eine Ablenkung, dass die für jede Runde eine spezifische Dua machen, die vorgesagt werden muss, ja? Sondern, und dann läuft dann einer vor in der Gruppe und schreit ein Kommando und alle anderen schreien hinterher. Es ist eigentlich, es stört andere Hujjaj. Weil ein Dua, ein Dhikr ist zwischen dir und Allah in erster Linie, es sei denn, es gibt einen Beweis dafür dagegen. Ja, aber es gibt manche Gruppen, die gehen dann vor. Allahumma, inna. Und du bist wirklich daneben, ja, es stört. Bruder, du bist dich gerade am Konzentrieren, du denkst, du bist am Fußballstadion, du bist dich gerade am Konzentrieren auf deine Ibadah, und da kommt eine Gruppe mit 100 Mann, die sind alle am Schreien neben dir. Du bist dich gerade am Konzentrieren, ja, weil manche denken dann, weil die anderen das machen, das wäre auch so richtig, aber das ist nicht richtig. Und ihr könnt den Beweis daran erkennen, weil ich störe andere bei ihrer Ibadah. Das ist genauso bei einem Nawafil-Gebet, bei einem freiwilligen Gebet, wenn ich neben dem stehe und bin dann da laut am Rezitieren und laut am Machen und laut am Reden. Leute sind ihre Ibadah am Durchführen. Stell dir mal vor, da ist jemand jetzt am Beten. Da fangen wir auch nicht an, laut irgendetwas zu machen, womit wir ihn rausbringen. Okay? Wollte ich nur gesagt haben, weil manche denken vielleicht, das wäre so. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das war's. Genau. Wenn ich fertig bin, ich gehe in der siebten Runde. Was haben wir gesagt, wenn ich mit der siebten Runde fertig bin? Zeige ich oder gehe ich einfach durch? Einfach durchgehen. So. Jetzt gehe ich einfach durch. Und du musst dir vorstellen, du kommst dann, wenn du weitergehst, auf die Höhe von dem Maqam Ibrahim. Der Maqam Ibrahim ist dieser Platz, der dort steht. Da ist auch so ein Fußabdruck von Ibrahim a.s. Ja? Und du gehst in diese Richtung, dann sagst du, Watachidu ist Sunnah, das zu sagen. Sunnah, das zu sagen. Keine Pflicht. Watachidu min Maqami Ibrahim Musalla. وَتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. Und dann betet man hinter Maqam Ibrahim zwei Rakats. Diese zwei Rakats nach dem Tawaf sind nach den meisten Gelehrten Sunnah, aber nach einigen Gelehrten sind sie, den Malikiten um genau zu sein, Wajib. Zwei Rakat hinter Maqam Ibrahim. Spät hinter Maqam Ibrahim. Was ist, wenn hinter Maqam Ibrahim kein Platz ist? Dann bete ich weit hinter Maqam Ibrahim. Weil direkt hinter Maqam Ibrahim, sage ich jetzt schon, wird kein Platz sein. Weil die Leute dort Tawaf machen. Und wenn da Leute Tawaf machen, die haben Vorrang vor mir. Es ist nicht schön, man betet nicht dort, wo Leute Tawaf machen, um sie zu stören. Ja? Dann bete ich weit hinter Maqam Ibrahim. Wenn ich dort keinen Platz finde, irgendwo in der Moschee. Wo? Irgendwo in der Moschee. Ja? Zwei Rakats. Es reicht, wenn ich nur die Fatiha rezitiere,
Weil dann habe ich zwei Rakats gebetet. La salata liman lam yaqra bi Fatiha al-Kitab. Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Aber es ist Sunna im ersten Rakat Kul ya ayyuhal kafirun nach der Fatiha zu lesen und im zweiten Rakat Kul huwallahu ahad zu lesen. Okay? Dann ist es Sunna zu Semsem zu gehen und da sind überall solche Bereiche, wo man Semsem trinken kann. Früher gab es einen spezifischen Brunnen dort. Ja, heute gibt es überall dort Semsem-Behälter, danach Semsem zu trinken. Beim Sunna des Semsem ist es Sunna, Dua zu machen, sich etwas zu wünschen. Denn der Prophet a.s.w. sagte, Ma'u Semsem liman shuribala. Ma'u Semsem ist für das, wofür es getrunken wird. Und es ist Sunna, viel davon zu trinken. Und es ist Sunna, ein bisschen über den Kopf zu schütten. Für Mann und Frau. Man nimmt sich also so einen Becher und schüttet etwas über den Kopf. Ist übrigens extrem erfrischend. Also ich kenne nichts, was erfrischender ist, als Semsem zu nehmen und vor allen Dingen hier hinten in den Nacken reinzuschütten. Boah, das ist der absolute Oberhammer. Da bist du direkt wieder fit wie ein Turnschuh. Ehrlich, Wahnsinn. Semsem trinken, etwas über den Kopf schütten, dann bist du danach wieder fit für Sai. Ja, also auf jeden Fall für die Frauen auch etwas über den Kopf tun. Man muss jetzt nicht so das Kopftuch verrutschen, natürlich. Ja, aber etwas über den Kopf tun. So. Wenn man dann fertig ist mit den zwei Rakat, gibt es zwei Sachen. Wenn man fertig ist mit Semsem, gibt es eine Sache, dass man zurückgeht zum schwarzen Stein. Ich sage das schon mal direkt. Und den schwarzen Stein küsst. Abul Barra sieht das so, der macht einen Kries hier, dass wenn man den schwarzen Stein nicht küssen kann, nach dem Ma'u Semsem, dass man zu ihm zeigt, so wie das man Tawaf macht. Ich mache diesen Kries nicht. Ich sage, entweder man kann ihn berühren, oder man geht zu Safa und Marwa. Warum? Weil es gibt keinen Beweis dafür, dass der Prophet, wenn er ihn nicht küssen konnte, gezeigt hat. Während es beim Tawaf einen Beweis dafür gibt, dass er... Aber das ist eine Meinungsverschiedenheit, okay? Nicht das... Das soll keine Kritik sein oder so. Ich wollte, dass die... Ja, Bruder, ich sag ja, der eine sagt, ich mache einen Kries. Das heißt, wenn ich... Der Prophet hat ihn geküsst. Und wenn ich nicht küssen kann, zeige ich. Und ich sage... Und meine Schuhe, von denen ich gelernt habe, hier, das eine ist, da gibt es Beweise für während dem Tawaf, aber wir haben keinen Beweis dafür, dass er nach dem Tawaf, wenn er nicht küssen konnte, nochmal gezeigt hat von weitem. Du hältst dich davon fern, weil du keinen Beweis hast. Ich mache das nicht. Aber Bruder Kries. Nein, Bruder Kries ist auch ein Beweis. Das ist eine Verständnissache. Weil ansonsten würde ich ja sagen, meine Meinung ist richtig. Und sonst würde ich sagen, meine Meinung ist richtig, die Meinung von Abul Barra ist falsch und der labert Schrott. Aber nein, das ist eine akzeptierbare Meinungsverschiedenheit, weil sowohl das eine als auch das andere eine Grundlage hat. Ja? Von meinem Verständnis her ist es so, dass ich denke, wenn der Prophet a.s.w., dann wäre das überliefert worden. Da haben wir nichts von gefunden, Allahu alam. Das ist kein Problem. Und so muss man auch mit den Meinungsverschiedenen umgehen. Wir müssen uns nicht irgendwie streiten wegen solchen Kleinigkeiten. Weil selbst wenn du es absichtlich nicht machst, ist deine Hajj ungültig? Deine Umrah ungültig? Nein. Okay. Das zum Tawaf.